Schloss Burgnamenny liegt im Dornröschenschlaf. Im Frühjahr und im Sommer ist in dem Barockschloss normalerweise Hochsaison. Jetzt ist es gespenstisch leer. Seit Corona öffnen sich die Türen nicht mehr für Konzertbesucher und Hochzeitsgäste. 165 Veranstaltungen pro Jahr. Jetzt überlegt Heide von Hohenzollern, wie sie die Tische anordnen kann, damit im Spiegelsaal noch Hochzeiten gefeiert werden können. Die Prinzessin leitet das Schloss gemeinsam mit ihrer Geschäftsführerin Monika Dressel. Als Veranstaltungsort lief Schloss Namedy bisher gut. Doch in diesem Jahr wurde wegen Corona alles abgesagt oder verlegt. Jetzt kann wieder gefeiert werden, aber nur mit den Corona-Abstandsregelungen. 1,50 Meter zwischen den Tischen. Wie kann man sie stellen? Möglichst viele Gäste sollen feiern. Die Prinzessin muss rechnen. Also hier kannst du eins, zwei, nicht, also zwei Vierer. Okay. 86. Nur 86 Gäste in einem Saal, in den 150 passen. Die nächste Hochzeit, die ich geplant habe, die noch aktuell ist, ist Mitte Juli. Das ist allerdings, oder Gott sei Dank, eine kleine Hochzeit. Und da schauen wir mal, ob die kommen, ob wir die durchführen können. Wenn das tanzwütige Gesellschaft ist, müssen wir gucken, wie es funktioniert. Ich weiß es nicht. Im Rittersaal wird normalerweise ausgelassen getanzt. Tochter Anna koordiniert die Hochzeiten. Ob und wie Tanzen noch möglich ist, genaue Vorgaben gibt es noch nicht. Viel Unsicherheit. Die Prinzessinnen sind auf die Veranstaltungen angewiesen. 10.000 Euro Fixkosten im Monat haben sie zu stemmen. Wir haben keine Waldbesitze, dass wir da irgendwie Holzwirtschaft haben oder eine andere Einnahmequelle in Form eines Unternehmens. Dieses Haus wird wirklich durch die Veranstaltungen finanziert und dadurch trifft uns natürlich dieses Verbot oder jetzt das gelockerte Verbot, wo man halt noch nicht weiß, wie man feiern darf, trifft uns schon sehr. Deshalb lässt sich Heide von Hohenzollern auch einiges einfallen, um wieder Gäste nach Namedy zu bringen. Im Schlosshof will sie Konzerte veranstalten, ebenso im Schlosspark. Jazz-Kombos aus der Umgebung werden hier spielen. Nur 5 Euro Eintritt sollen die Konzerte im Schlosspark kosten. Lohnt sich das? Wir versuchen wenigstens Deckungsbeiträge zusammenzubekommen. Diese Sachen an den Wochenenden, wir haben 4 Wochenenden geplant, ist ein Testlauf. Wenn wir sehen, dass es nicht angenommen wird, so wie wir es uns vorstellen, dann müssen wir es auch sofort stoppen, weil wir können also keine roten Zahlen damit schreiben. Können wir uns überhaupt nicht leisten. Und auch im Schloss haben die Prinzessin Ideen entwickelt. In den Salons gibt es bald wieder Führung und schon jetzt Räume zu mieten für Leute im Homeoffice. Arbeiten im Schlossambiente für 30 Euro am Tag. Viele neue Ideen, um das Schloss irgendwie durch die Krise zu bringen. Wenn es wirtschaftlich ist, ist es eine Katastrophe. Die Zeit hat aber was gebracht und das muss man einfach sagen. Diese allgemeine Entschleunigung, also das macht mir diese Corona-Zeit ja was Besonderes. Ich muss es nicht jetzt bis ans Lebensende haben. Das wäre zu viel. Die Prinzessin und ihr Team sind froh, wenn hier wieder Leben ist. Denn das braucht Schloss Namedy ganz, ganz dringend. Thank you.